Hallihallo, meine Lieben, und willkommen wieder in meinem Bastelzimmer. Mein Name ist Eve van der Bluch, ich bin unabhängige Demonstratorin bei Stampin' Up! Und heute basteln wir die dritte Karte von Kartenbuffet to go Mai. Wir waren letzten Samstag via Zoom live, was gut geklappt hat, glaube ich. Aber leider hat mir das Video ein bisschen Ärger gegeben. Es lässt sich nicht hochladen. Nicht auf Facebook, nicht auf YouTube. Und jetzt habe ich gedacht, bevor ich da jetzt rausfinden muss, wie das jetzt geht, ist es, glaube ich, einfach schneller, wenn ich nochmal live gehe und nochmal diese Karte mit euch bastel. Also, wie kommen? Wir basteln heute die dritte Karte nach. Für diejenigen, die sie noch nicht gebastelt haben. Packt euren Säckle dabei und euren Kleb und ein paar Stempel und wir basteln jetzt. Und für diejenigen, die sie schon gemacht haben und nochmal mitbasteln möchten, die Maße von der Karte stehen ja im Kartenbuffet to go Microper. Und wenn ihr auf YouTube nachschaut, stehen sie jetzt unter diesem Video. Also klicke kurz Pause und bastel mit. Jetzt drehe ich mal meine Kamera. Und dann zeige ich euch, was ich heute für diese Karte verwendet habe. Moment, nicht schauen, wenn ihr schnell schwindelig wird. So. Jetzt drehe ich da die Kamera, damit ihr auch sehen könnt, was ich sehe. Jawohl. Genau so ein bisschen höher vielleicht noch. Damit seht ihr auch meinen feinen Kaffee. Nehme auch fein was zum Trinken noch dazu. Weil jetzt basteln wir denn. Ich möchte heute mit euch diese Eiskarte machen. Diese coole, interaktive Eiskarte. Schau mal her. Ich liebe solche Flipbook-Karte. Ich liebe es, wenn eine Karte was kann. Das finde ich absolut super. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ich die da gemacht habe. Also verwendet dafür habe ich das Bendel, das ist ein Streifenband im Brombeermus von Seite 49 von der Frühlingskatalog und das Designerpapier Eisdealer, auch von der gleichen Seite. Und es ist ziemlich schwierig zu sehen, also habe ich gedacht, jetzt hole ich doch einfach mal mein Pack jetzt noch mal kurz auf den Tisch und zeige euch, wie cool dieses Papier ist. Also ich habe da ziemlich viele Restchen jetzt drinnen, weil ich natürlich, die Eisle, die ihr in eure Säckle haben, habe ich von Hand ausschneiden müssen. Ihr kennt mich, oder? Mittlerweile ist das ja keine Überraschung mehr, oder? Also die ganze Eisle da, ich finde das so cool. Und die Farbklecksen, da kann man auch so einen coolen Hintergrund so super einfach gestalten. So, da nochmal die Eisle. Geil. Und das schöne Brombeermus, gestreiften Papier, das ist ja heute im Hintergrund der versteckten Star. Da die Punkte. Irgendwie kommt mir da Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, ich kann nichts dafür. Das Grün und die Punkte. Obwohl es ein ziemlich ein helles Grün ist, aber ich kriege hier Weihnachtsstimmung. Da müsste ich mir noch was einfallen lassen. Also da habe ich noch ziemlich viele Bogen übrig. So seht ihr mal, wie viel Designerpapier ich da immer schneiden muss für das Kartenbuffet, weil da habe ich echt noch viele Bogen übrig. Noch mehr Farbkleckse. Sind die nicht traumhaft? Jetzt muss ich da mal schauen. Ich weiß, es ist eine mega spontane Aktion. Und es sind wahrscheinlich jetzt live keine Zuschauer dabei. Aber falls doch, dann möchte ich euch nicht verpassen. Und wenn ihr was schreibt, natürlich auch nicht. Also ist es auch wieder so toll. So, so toll. So schön. Also da habe ich auch noch ziemlich viel übrig. Und dann hier so den Eiswaffelmuster. Eiswaffelmuster gibt es auch noch und dahinter die Eisle. Und da habe ich echt, ich glaube, sechs Bogen ausgeschnitten pro Dings. Und da nochmal die Eisle.
So toll. Also da können doch echt, das kann man natürlich auch so als Hintergrund verwenden, das muss man ja nicht ausschneiden. Aber ja, mein Schnippellust kommt da denn hoch. Wenn ich so ein Papier sehe, das muss ausgeschnitten werden. Ja, da kann ich nichts dafür. Und heute möchte ich euch auch noch zeigen, weil ich habe hier ja zwei verschiedene Karten jetzt gemacht. Die eine habe ich gemacht mit das passende Stempelset Eiszeit. Da gibt es nämlich auch diesen lustigen Punkter und da diesen Sprinkles für auf den Eis. Voll cool. Und die habe ich da verwendet. Und auf diese Karte, das ist mir nämlich Samstag ganz spontan noch eingefallen, wir haben nämlich Samstag Vormittag und Nachmittag ein Team Brunch gehabt von meinem Team hier im Zimmer. Darum war es so aufgeräumt, meine Mädels. Ich habe da am Freitag Vollgas gegeben, weil eigentlich wollten wir draußen auf der Terrasse sitzen, aber da kam dann ein bisschen schlechteres Wetter dazwischen. Und dann ist eine Frage gekommen wegen, wie hat es angefangen? Wegen diesen Pinsel, diesen Brushes, kam eine Frage. Eine kam gar nicht so gut zu Gang damit. Und ich habe denen gesagt, war es nicht so gut zu Gang damit. Ich liebe diesen Brushes, die sind so super. Und letztens in Instagram habe ich einen Tipp gesehen, wie man mit diesen Distinctive Stempel, das sind nämlich diese da, ich weiß nicht, kann ich euch das zeigen? Das sind nämlich so, die haben mehrere Tiefe. Siehst du da, dass es da ein bisschen heller ist und da? Das ist nicht, weil der Stempel dreckig ist oder so. So kommen die einfach, so kommen die neu. Und die haben mehrere Ebenen. Und die schauen so schön aus und so lebhaft, aber oft nicht, wenn man sie direkt im Stempeltinte innen tut. Und das habe ich am Samstag mein Team gezeigt und dann habe ich dann am Abend gedacht, jetzt zeige ich euch das auch. Das ging ja auch voll super als Hintergrund für die Eiskarte. Also das ist das Stempelset kunstvoll koloriert von Seite 97 aus der neue Jahreskatalog. Ja. Also das ist, was ich da verwendet habe. Jetzt habe ich dann noch da zwei Säckler. Die mache ich dann mal auf. Da tun wir das Washi-Tape weg. Und da nochmal Washi-Tape weg. Also ja, ich habe einige von euch, die via YouTube nachschauen, und die habe ich gestern oder vorgestern schon informiert. Das wird ein bisschen länger dauern, weil am Samstag wollte es schon gar nicht. Und da habe ich dann noch gedacht, vielleicht bin ich einfach zu müde, dass es nicht will. Ich probiere es morgen nochmal. Aber wo ich das dann gestern nochmal angeschaut habe und es hat mir so geärgert, habe ich gedacht, nein. Also nein, ich glaube, das wird nichts. Dann habe ich mir noch informiert bei einem Freund, wie kann ich das dann machen, kann ich es irgendwie konvertieren, dass es geht, ist auch nicht einfach gegangen und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt gehe ich doch einfach nochmal live, das ist ja nicht so aufwendig und diese Karte ist recht einfach, sie ist recht einfach und es gefällt mir gut dran, weil ich glaube, es ist auch eine coole Karte für euch, um nachzubasteln, wenn ihr Lust haben, natürlich so eine Flipkarte zu machen. Jetzt kann ich da schon mal anfangen. Nimm noch einen Schluck Kaffee. Es ist ja noch Vormittag, ich brauche meinen Kaffee. Jetzt nehme ich mir da den Hintergrund mal. Soll ich mal diese Seite verwenden? Da wäre doch auch cool. Aber dann vielleicht ohne die Eisler. Weil das ist schon wild genug. Oder bleibe ich dabei? Nein, ich glaube, ich bleibe dabei. Mir gefallen die Streifen nämlich auch ganz, ganz gut. Weiß nicht, was das ist. Das Brombeermus, das hat es mir getan. Also jetzt schauen wir mal. Guten Morgen, Tombo. Hast du wieder Lust?
Also das Teamtreffen am Samstag war voll cool. Ich habe mir so gefreut, dass doch noch viele dabei sein konnten, obwohl es ein paar verwischt hat zu Hause mit Krankheit und so weiter. Und das war voll schade, aber ich war froh, dass so viele doch noch dabei sein konnten. Und wir uns einmal kennengelernt haben, auch gegenseitig, weil diesen Mai-Aktion, die jetzt immer noch läuft, gell, da hat's viele den Bastelfieber verwischt und gesagt, so, das mache ich jetzt mal wirklich. Weil wenn man jetzt einsteigt in diesen Monat, dann zahlt man, wie immer, wenn man einsteigen will, diesen 129 Euro. Kann sich denn Produkte frei nach deiner Wahl aussuchen? Nicht von der üblichen 175 Wert, sondern 207 Euro. Und das ist natürlich ein Schnäppchen, das haben sich viel geschnappt und ausgenützt. Und darüber freue ich mich natürlich mega. Dann habe ich gedacht, jetzt braucht es mal wieder ein Teamtreffen, weil so viele neue Gesichter. Und damit man sich auch als Team fühlen kann, ist das wichtig, dass man einander auch kennenlernt und dass man weiß, mit wem man da redet in der WhatsApp-Gruppe. Weil das geht ein bisschen leichter, finde ich selber, wenn ich weiß, wer da auf die andere Seite dabei ist, oder? Also das ist alles ziemlich einfach. Ich bin hier nichts am Erklären, weil ich glaube, ihr fleißige Hase, ihr kennt das ja schon. Ein bisschen Kleber aufs Designerpapier und das dann so drauf tun. Das tun wir die anderen dann in die andere Richtung. Das ist ja echt toll. Jetzt hoffen wir denn, dass die Eis-Ist-Zeit wieder bald kommt, weil es ist im Moment ziemlich grau hier bei uns. Mein Mann ist zwar voll tapfer mit den Jungs auf dem Spielplatz gegangen, da habe ich mich natürlich sehr gefreut, habe dann das Palatschinkenteig schon fertig gemacht und bin dann zum Keller gegangen und habe gedacht, jetzt mache ich mal diesen Live in aller Ruhe nochmal. Also, wo fangen wir an? Ich möchte hier nochmal ein bisschen was dazu erklären, wie ich dann das gemacht habe, weil hier kann man eigentlich jede Große machen. Wirklich, hier kann man jede Große machen. Wichtig ist es, dass hier die Falzen gut drinnen sind. Ganz, ganz wichtig. Jetzt tun wir es vielleicht auch nochmal in die andere Richtung falzen, damit sie wirklich nachher ganz geschmeidig laufen, wenn wir da an diesen Lasche ziehen. Also das, es ist ziemlich easy peasy. Easy peasy, lemon squeezy. Was ich da gemacht habe, ist, das untere Kärtler, das Grundkärtler, ist gleich lang oder auch ein Millimeter kürzer, das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, als dieses Teil hier. Also das wird eigentlich immer in der gleichen Größe abgemessen. Das erste Stück vom Papier ist gleich groß wie das Papier, was wir draufkleben möchten. Weil sonst, wenn man das kurzer macht, dann steht es natürlich über diese Lasche drüber und dann weiß man nur mal, wo kann man ziehen. Und man darf ruhig diese gewellte Kant sehen, weil das macht es ja auch ein bisschen hübscher, oder? Was ich da schaue, ist, dass sie entweder gleich groß ist oder ein bisschen größer, damit man das da drunter nicht mehr sieht und nachher auch dieses Teilchen hier. Dieses Seilchen hier ist gleich breit oder ein bisschen breiter als unser Grundgerüst plus noch eine Klebelasche. Wie groß das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ziemlich egal, aber es soll nicht überlappen, sonst wird die Karte zu dick. Also sie sollen nicht zusammen mehr ausmachen als das hier in der Mitte. Ich klebe das hier jetzt hinten unter meine gewellte Kante, klebe ich das halbwegs mittig auf,
Genau so. Genau so. Oh, jetzt habe ich voll die Fehler gemacht. Ich habe es auf den falschen Dings geklebt. So, darum ist es gut, dass ich zwei habe. Darum mache ich immer extra, falls sowas passiert. Siehst du, ich brauche mehr Kaffee. Jetzt probieren wir das noch einmal. Ich tue hier ein bisschen frische Kleb drauf, so hebt es natürlich nicht mehr. Hier unten kommt es drauf. Jetzt versuchen wir das noch mal halbwegs mittig, gell? Möchten wir das da drauf kleben. Ganz genau. Weil dann, diese zwei Klebelasche, die müssen ja noch hier nach hinten. Und das ganze Dings, das ganze da bewegliche Gerüst, was wir da jetzt gebaut haben, hängt nur an diese zwei Laschen. Also darum würde ich diese schon nicht allzu schmal und nicht allzu kurz machen, weil es soll natürlich gut heben. Und wenn möglich, wenn ihr eine gute Klebe zu Hause habt, die wirklich bombenfest hebt, verwende das jetzt auf diese zwei Laschen. Weil das möchten wir natürlich, dass es super, super hebt. Jetzt mache ich das gleich nochmal und zwar nochmal richtig auf diese Seite. Also mit dem Falzbein, die Falzlinie. Gut nachfalzen. Ich mache diese Abstände zwischen die Kärtle mindestens 0,8 cm, weil das doppelseitige Klebeband ist 0,8 cm und wir möchten natürlich, dass wir genug Platz haben, um ein guter, kräftiger Kleb hinkleben zu können. So, jetzt tun wir es dann auf die richtige Seite. Also die nicht gewellte Kante ist die richtige Seite. Da kommt unsere Klebelasche dran. So. Da kommt die Klebelasche dran. Ganz genau. Jetzt werde ich zuerst nochmal stempeln. Ich möchte das nämlich... Ja, jetzt klebt es da ein bisschen. Da soll ich vielleicht noch was drüber tun, bevor ich das... fertig machen. Egal. Jetzt nehme ich mir da mal meine Kärtel. Und da habe ich ja meine Eisler. Weil hier auf diese weiße Kärtel möchte ich nämlich noch ein bisschen einen Hintergrund hin stempeln. Und da nehme ich jetzt das Babyblau. Babyblau verwenden wir da mal. Und jetzt muss ich da schauen. Eine Bürste. Der ist aber sehr, 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 sehr lila und die ist sehr, sehr rot. Also bleiben wir lieber, weil ich die blaue gerade nicht sehe, bleiben wir lieber bei lila und rot, weil ich will ja kein Rot in meinen blauen Stempeltinte haben. Also jetzt zeige ich euch das nochmal. Der Unterschied zwischen direkt auf dem Stempel gestempelt, direkt vom Stempelkissen gestempelt und noch einmal mit dieser Bürste. Alles ist nämlich wirklich einen Unterschied. Und das möchte ich euch gern zeigen. Also jetzt nehme ich es mal direkt, Bussi, Bussi, Bussi. Bussi, Bussi, Bussi. Direkt vom Stempelkissen schaut es dann so aus. Auch schon mega schön. Aber wenn wir jetzt die Bürste nehmen und da die Farben denn so drauf drehen, sage ich mal, weil es sind ja Kreisenbewegungen, die ich da mache. Und jetzt stempel ich hier nochmal. So. Schau mal, was für ein Unterschied das ist. Das ist um einiges zärter und, ja, ich würde sagen echter, so wie das mit echten Aquarellfarben ausschaut.
als das direkt vom Stempelkissen. Ich sehe gerade, es ist ziemlich hell. Es ist schon ein bisschen kräftiger hier bei mir live. Und das ist recht, recht dunkel. Also ja, so müsste ich das eigentlich machen auf meine Eiskärtle, dass ich da ein bisschen Farbe drauf tue. Weil es ja so ein langen Stempel ist, möchte ich da mal versuchen, meine Kärtle jetzt zusammenzulegen und dann das Ganze da so zu stempeln. Und dann haben wir gleich zwei Kärtle gestempelt. Jetzt mache ich das noch einmal. Total schön. Also ich finde das kunstvoll koloriert ein mega schönes Stempelset. Schon beim Anschauen von der vorderen Seite vom Jahreskatalog habe ich gedacht, oh, was ist denn das? Ich glaube, das brauche ich. Schau. Hauptsächlich ist es natürlich das schöne Designpapier, was man da sieht. Aber auch das Rösle und die Blättler und auch das ist eine Stanzform. Total schön. Ja, da ist gleich meine Wunschliste. Hat da gleich schon angefangen bei der Vorderseite vom Katalog. Jetzt nehme ich dann noch mal ein bisschen Blutorange, habe ich dann jetzt genommen, weil Blutorange kommt auch vor im Designerpapier von der Eiszeit. Also dachte ich, geben wir es noch mal ein bisschen diesen Blutorange-Tinte mit. Jetzt möchte ich denn meinen Stempel mal kurz putzen. Heute habe ich den Putzi nass, am Samstag habe ich das vergessen gehabt. So. Jetzt, weil es ein distinktives Stempel ist, muss ich sagen, sehe ich, dass da der Putzi ein bisschen Mühe hat damit. Da wäre es vielleicht fast gescheiter, wenn man kurz zum Wasserhahn läuft. Aber ich glaube, mein Brombeermus wird mir das verzeihen. So, wo ist sie denn? Wo habe ich sie denn? Schon wieder verräumt. Stell dir vor, organisiert bis zum... Ist ganz ungewöhnt, dass mein Bastelzimmer so aufgeräumt ist. So, jetzt mache ich das hier noch einmal. Schau mal. Das ist ein bisschen ein kräftigerer Farbe. Jetzt werde ich das denn so machen. Die andere Seite. Da drüber. Oh, schön. Schön. Schauen wir mal, da haben wir das, diesen Klecks. Jetzt mache ich den so weiter. Schön. Jetzt bleibe ich ziemlich oben halb, weil ich bei der letzten Karte gemerkt habe, ich möchte ja unten noch was stempeln. Ein Sprüchler. Also lasse ich es oben ziemlich, also unten ziemlich frei, damit man die Schrift noch gut sehen kann. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Hier unten lasse ich ziemlich frei, weil da möchte ich ja noch was hinstempeln. Voll cool. Farbkleckler. Ich liebe Farbkleckler. Es hat was. Es hat was. Kann einfach nichts dafür, es hat was. So. Stempel du das auf die Seite. Brombeermus brauchen wir aber noch. Also du bleibst nur mal kurz da, weil ich möchte da noch diesen Abdeckungstechnik mit der Dixo-Wand zeigen. Ich habe hier einen langen Stempel. Da steht drauf, einen schönen Geburtstag. Was voll cool ist, aber wir haben drei Kärtler. Also noch cooler wäre,
Wenn jetzt auf das erste Kärtle einen steht, auf die zweite schönen und auf die dritte Geburtstag. So wie da. Ich habe am Anfang, ich sag's ganz ehrlich, kriminell, aber wahr, ich habe am Anfang meine Stempel ab und zu auseinandergeschnitten. Wenn ich die jetzt noch anschaue, dann tut es mir fast weh. Wie habe ich nur können? Wie kann man nur? Das ist ja fürchterlich. Ja, habe ich gemacht, gestehe ich ehrlich. Aber jetzt, seit ich weiß, wie das da geht mit dem Tixo. Ich habe das Tixo jetzt über die Wörter gelegt, die ich nicht in der Tinte will. Und habe jetzt nur das da. Ich sehe, ich habe ein bisschen vom S verpasst, aber das wird schon noch. Jetzt stempel ich das dann hier hin, einen. Und vielleicht kann ich es hier abstempeln. Lasst sich das? Ja, das lässt sich abstempeln. Voll cool. Also nehme ich meinen treuen Putzi wieder und putze jetzt das Wort einen recht gut wieder ab, damit es natürlich aufs zweite Kärtle nicht mitgestempelt wird. Ich sehe gerade, ich habe da ja noch ein bisschen Schwarz drauf und wahrscheinlich vom Stays-On, weil das wird nicht weggeputzt. Sowas. Also du gehörst eigentlich gleich im Müll, aber... Ich glaube, ich kann dich noch einmal verwenden. Jetzt lege ich die zweite über den Geburtstag und dann noch ein kurzes Tick so über das einen hier. Ganz genau. Jetzt nehme ich wieder zwei Kärtner, stempel das mal korrekt da hinein. Nehme den Dixo ab. Oh ja, diese Fehler habe ich ja alle gemacht. Ist man da ganz toll im Abdecken und dann vergisst man das Dixo noch wegzunehmen, wenn man den stempeln will. Ha, dann hast du alles voll. Schau mal, schönen. Ui, da unten beim einen ist noch ein bisschen Farbe. Das nehmen wir natürlich noch weg. Das möchte ich nämlich nicht auf mein Kärtel haben. Schönen. Jetzt habe ich den kurz angehaucht, damit sie auch das zweite Mal... Oh, schön! Und wieder gut putzen. Also wer direkt neben der Wasserhahn sitzt, ist bei solchen Techniken eindeutig besser. Ich hätte auch noch so ein Putzkissen, aber irgendwie will da mein Freund nicht sein. Der will nicht. Der tut einfach nicht. Obwohl ich sie wasche und obwohl ich sie tue, der tut nicht so, wie ich will. Ja dann, man muss nicht mit allen befreundet sein, oder? Meine Mama früher auch schon immer gesagt. Jetzt tun wir denn das Geburtstag da nochmal. Gut, saftig einstempeln. Dass die Bromiermus so ausschaut, so richtig mit vielen Böllchen, müsst ihr euch nicht wundern. Ich glaube, das ist sogar ein Stempelset, was ich mal zurückbekommen habe von einer Kundschaft. Stampin' Up! Tauscht das sehr gern aus, weil diese Farber machen das oft. Aber ganz ehrlich gesagt, jetzt aus meiner Erfahrung, ich finde es mittlerweile nicht mehr so schlimm. Alles stempelt trotzdem. Es stempelt trotzdem echt gut. Nochmal angehaucht, damit es auch die zweite Runde noch... Also mir gefällt's, meine Lieben. Ich weiß nicht, was für Stempel ihr verwenden. Ich freue mich schon mega auf eure Kärtler. Das ist immer mein Highlight, wenn ich da durchschaue. Das ist so richtig erstaunen. Oh, oh ja, das kann man auch noch machen. Oh, das ist eine coole Idee.
Ich lasse mir auch durch euch inspirieren. Das ist so eine gegenseitige Inspirationsrunde, was wir da machen. Das ist voll cool. So. Ah ja, jetzt wollte ich euch auch noch was sagen. Ich habe es am Samstag beim Zoom auch gesagt. Meine liebe Downline, mein lieben Teammitglied Corina, hat sich jetzt auch getraut, Workshops zu machen. Und ich dürfte jetzt im Mai schon dabei sein. Sie macht das jeden Freitagabend um 19:30 Uhr. Sie macht es via Jitsi. Also das ist so ähnlich wie Zoom, nur muss man da, glaube ich, nichts runterladen. Da klickst du nur auf den Link und dann bist du dabei. Man kann einander dann sehen, man kann aber auch ausschalten, wenn man das jetzt nicht will, dann kann man nur mitschauen. Aber du kannst ihr wirklich Fragen stellen, wie hat sie denn das gemacht? Oder wart noch kurz, Corina, wie machst du denn das genau? Oder was empfiehlst du? Und sie macht wirklich auch coole Karten, wieder ganz anders als ich. Aber ganz viel Technik und ganz viel Farben und ja, also echt empfehlenswert. Falls euch sonst langweilig wird im Juni, wäre das natürlich eine voll gute Möglichkeit, euch noch einmal bei die liebe Corina anzumelden. Sie macht 4 Karten für 19,90. Also auch im gleichen Bereich. Echt empfehlenswert. Sie macht es voll, voll nett und ist so ein Liebe. Ja, das wollte ich euch noch sagen, weil ich ja im Juni nichts mache, beziehungsweise nur für mich selbst. Einmal Pause, ohne organisatorischen Stress im Hintergrund. Hey, das war es jetzt wirklich, die letzten 2 Monate, gebe ich ehrlich zu. Ich merke es jetzt schon im Mai, wie viel feiner es ist, dass ich jetzt nicht den Druck habe. Ich muss das Juni-Kartenbuffet fertig haben. Es ist einfach ein bisschen zu viel geworden. Aber ich bin mir sicher, dass ich in einem Monat schon wieder sage, Hilfe, mir ist langweilig, ich brauche was, ich vermisse euch. Ziemlich sicher. So bin ich denn auch wieder. Aber Ordnung schaffen gehört auch dazu. Und ab und zu eine Schnaufpause brauchen wir alle. Und vielleicht sind ihr auch froh, mal einen Monat oder auch 2 mal nicht jeden Samstag besetzt zu haben, oder? Jetzt beim schönen Wetter kann ich mir das gut vorstellen, wenn es wieder kommt, der Sommer. Der kommt bestimmt wieder. Aber Sammelbestellungen mache ich natürlich weiterhin und ich bin auch einfach noch da. Ich bin ja nicht verschwunden aus der Welt. Ihr könnt mir wirklich auch immer noch schreiben, wenn was ist. Ich bin natürlich gerne noch für euch da. Scheut euch nicht. So, schaue ich mal da. Welche war es denn? Hat sich schon gelöst. Na, hier. Will der nicht, dann werde ich diesen ein bisschen umdrehen müssen, damit man das da nicht sieht. Ganz genau, ich habe jetzt hier die Kleber gehabt, die lasse ich dann einfach unten, damit man den nicht sieht. Zeige ich euch dann, wie das geht mit dem doppelseitigen Klebeband. Ich lege das jetzt hier vor, also unter der ersten Falzlinie. Lege ich das jetzt hin. Ich nehme hier gern einen Stempelblock dafür. Das sind die von Stampin' Up. Das waren die aus die Fertigsets, was sie mal angeboten haben. Mittlerweile haben sie da, glaube ich, dünnere, rundere, aber die haben auch einen ziemlichen knackigen, scharfen Kant. Ich habe hier, glaube ich, jetzt keine zum Zeigen. Apropos Fertigsets. Ab Juni gibt es echt eine tolle Auswahl an Fertigsets. Und ich weiß nicht, ob ihr Paper Pumpkin kennen oder die Fertigsets von Stampin' Up. Die kommen nämlich in solche Schächtelchen. Recht klein, recht kompakt. Und da ist denn drinnen,
Verzeihung, wenn das vielleicht um einen halben Euro nicht stimmt, aber ich glaube 23 Euro. Um 23 Euro hat man denn ein Fertigset plus Stempelset. Also wie beim Paper Pumpkin. Da ist dann ein exklusives Stempelset drinnen, was man nur bekommt in diesen Fertigsets. Da haben sie, glaube ich, 6 oder 7 zur Auswahl ab Juni, Anfang Juni. Und sie haben sogar ein paar Sets ohne Stempelset, aber alle schon vorgeschnitten. Also eigentlich, wie ihr das kennt vom Kartenbuffet, alle schon vorgeschnitten, aber ohne Stempelset kosten die den 14,50. Fast eine Frechheit, ne? Na, ich finde es super. Ich freue mich mega. Ich sage schon jahrelang, das Paper Pumpkin und diese Fertigsets, das ist der Underdog auf dem europäischen Markt, weil in Amerika gibt es das schon viel länger und auch das Paper Pumpkin, das man da abonnieren kann, dann kriegt man das jeden Monat zugeschickt. Und es macht es natürlich für diesen Demonstratoren da in Amerika ein Stück einfacher, um zu sagen, hey, ich biete mal so einen Workshop an, so wie ich zum Beispiel jetzt mit das Kartenbuffet. Ich muss das alles selber vorschneiden und vorzuschneiden und da hat man ganz viel Arbeit und ganz ehrlich gesagt, großenteils bleibt da natürlich unbezahlt. Weil das kannst du gar nicht verrechnen, die Stunden, die du da inne steckst. Ja, also ich freue mich echt mega, dass das jetzt auch zu uns kommt. In Europa diesen Fertigset. Zwar in eine andere Jacke als in Amerika, weil dort heißt es Paper Pumpkin. Aber ich finde das echt spitze. Ich freue mich da. Für euch, für mich, für anfängende Demonstratoren, die gerade anfangen, Kurse anbieten und so weiter, weil es macht es ein bisschen einfacher. Ja, also das wäre auch noch ab Juni verfügbar. Und welche das denn sind, sind dann natürlich ab Juni auch via der Webseite zu sehen. Und Anfang Juni geht doch gleich bei mir an. Sammelbestellung raus. Also falls ihr noch was braucht, volle gern. Einen schönen Geburtstag. Jetzt fange ich dann immer unten an. Weil die untere ist mein Anker sozusagen, mein Anhaltspunkt. Jetzt seht ihr dann immer meinen Kopf, gell? ja, ich muss da ein bisschen schauen, dass ich das ganz genau hinbekommen. Also das zweite Kärtler klebe ich jetzt eigentlich ganz gleich auf, nur muss ich schauen, dass es hier oben an der Falzlinie gerade liegt und dann auch auf beide Seiten auf die gleiche Linie wie das untere Kärtler, damit sie schön übereinander liegen. Klar kann man das auch versetzt hinkleben, es macht es halt um ein Stück verspielter natürlich. Geht auch, geht alles. Sind eure Kärtler, kannst du machen, was du willst. Aber ich finde es schön, wenn sie alle ganz brav auf einer Reihe stehen. Kommt ein bisschen meine pingelige Seite hervor, merke ich gerade. So, das Bändeli. Ihr habt ja alle so einen coolen Brombeermus-Bändel auch noch dabei. Ich falte das jetzt doppelt. Das durch die Laschen. Nehme beide Ende mit. Stecke die wieder durch. Und ziehe den ganz vorsichtig. Ich sage ganz vorsichtig, weil sonst kann das Papier natürlich reißen. Klar, es hält einiges aus, aber es ist nicht unzerstörbar. Also, Bändeli, sei ein bisschen hübsch. So, und das mache ich bei meiner zweiten auch. Also noch einmal, ich habe es jetzt doppelt gefalzt. Nehme da jetzt die Lupe, die Lasche, dadurch das gestanzte Anhänger. Drehe es ein bisschen auf die Seite, nehme beide Lasche. Beide Ende, steck sie da durch, beide, hallo, du auch, und ziehe vorsichtig da dran.
Ja, na, dann hasse ich mich auch schon fast fertig. Ja, Wahnsinn. Also, da sind meine Eisler. Wir kommen am Schluss drauf. Und da sind meine Kärtler. Jetzt nehme ich dann die Klebelaschen und tue da genug Klebe drauf. Ich sage genug, weil es sollte eben heben. Mindestens 30 Jahre. Wer Kinder hat, ist froh, wenn es 3 Wochen hebt. Na, na, es hebt schon einiges aus. Jetzt tue ich sie ein bisschen höher, weil ich habe natürlich auch die Lasche noch. Normalerweise würde ich sagen, versucht es mit Kind zu kleben. Aber nein, ich habe ja hier die Lasche auch noch. Und sonst wird die ganz verknickst im Kuvert. So wird er zwar ein bisschen verknickst, aber nicht so heftig. Man kann sie natürlich auch noch kürzer machen. Wenn sie mal drinnen ist, dann ist sie meistens brav drinnen. So, jetzt machen wir das bei den anderen auch noch. Aber es war letzten Samstag recht cool, euch auch mal zu sehen. Weil es ist natürlich immer eine ziemlich einseitige Geschichte hier in Facebook. Was gut ist, weil ich weiterreden kann, weil mir niemand unterbrechen kann. Aber andererseits, ja, habe ich manchmal das Gefühl, ihr kennt mich um einiges besser als ich euch. Ja. Das hat ja auch alles was natürlich. Ist ja nicht so schlimm. Nicht so tragisch. Jetzt habe ich ja ganz viel Eisler. Habt ihr auch so viel Eisler? Ich habe das Gefühl, es ist fast zu viel. Jetzt möchte ich da unten noch hinstempeln. Du bist einfach cool. Ey, das geht mit, passt natürlich auch super mit Eis zusammen. Kommt auch aus dem Stempelset Eiszeit. Das stemple ich jetzt hier hin. Du bist einfach cool. Yeah. Und wenn ich da jetzt ziehe, nochmal Stempelfarbe. Jetzt hänge ich voll mit dem Kopf davor, gell? Heute bin ich da ein bisschen mehr im Weg als sonst. So, jetzt tue ich nochmal meine Eisel hin. Wo dürfen die denn alle hin? Geburtstag. Jetzt tun wir hier mal so ein Doppeleisle. Voll fein. Kriegt man gleich Lust auf Urlaub, gell? Wenn man sowas sieht. Was tue ich denn da? Geburtstag. Also ich hoffe, dass ich heuer nach Holland fliegen kann mit meinen Kindern. Das hoffe ich von Herzen. Weil das ist auch schon wieder viel zu lange her. So, jetzt nehme ich dann die zweite. Das ist auch ein ziemlich langes. Jetzt habe ich denn da das doppelt genommen, gell? Also kann ich da vielleicht zwei hin tun. Eisler. Einmal so. Hoppelopp. Und einmal so. Und das natürlich bei der zweiten auch. Hier habe ich noch kein Doppeleis verwendet. Der kam da drauf. Der kam da drauf. Mit Doppeleis meine ich dann eine mit 2 Kugeln, ja. Das habt ihr sicher schon gemerkt. Mega cool. Und vorne darf auch noch einen hin oder 2. Also. Wie machen wir das? Noch ein blaues. Und dann vielleicht noch ein lilanes. Noch ein lilanes. Das können wir natürlich frei auswählen. Das
Das ist ja alles nicht so, so, so wichtig. Jetzt habe ich hier zwei Eisli übrig. Jetzt werde ich da innen drinnen auch noch ein Eisli kleben. Und da auch noch eins. So. Sind unsere Kerzen schon fertig? Yeah! Also das hat mir jetzt eindeutig weniger Nerven gekostet, als hätte ich das jetzt ausgesucht. Hallo, da bin ich wieder. So, ich bin jetzt froh, dass das jetzt klappt hat. Ich hoffe, ihr habt mich hören und sehen können. Ich habe diesmal gar keine Kommentare gehabt, weil es so an spontane Sachen war und dann auch noch am Vormittag. Egal, ich glaube, jetzt klappt es denn und ihr könnt nachschauen, wenn ihr wollt. Und ich kann es dann auch auf YouTube hochladen und darüber freue ich mich. Wir sehen uns nächsten Samstag. Ich würde sagen, wir machen es wieder via Facebook. Es tut mir leid für diejenigen, die nicht kommentieren können, wenn ich live bin. Ich habe oft gehört, ihr könnt dann wieder kommentieren, wenn ich offline bin. Also nur während des Live-Videos geht es nicht. Und ich habe da leider noch keine Lösung gefunden. Aber ich glaube, dass es weiterhin einfacher ist für alle, wenn auch alle direkt nachschauen können und wenn es dann auf Facebook steht. Also nächste Woche machen wir noch die Meeresweltkarte. Darüber freue ich mich sehr. Es ist ein besonderer Größe, also besonders fürs Kartebuffet, ein Premiere sogar. Und ich freue mich, nächste Woche Samstag mit euch die Karten basteln zu können. Ich wünsche euch alle einen ganz schönen Pfingstenmontag noch und ich hoffe, das Nachbasteln hat geklappt. Und ich freue mich auf eure Kärtler. Ganz liebe Grüße und einen guten Wochenstart. Tschüss.